packe ich mal einfach hier mit rein. Ist doch egal, können wir später weiter sortieren. Haben wir jetzt ein bisschen sortiert. Na, auf jeden Fall, ich kann mich einfach an viele Dinge aus meiner Kindheit gar nicht erinnern. Ich weiß nicht warum. Grün, alles grün. Ich freue mich. Jetzt können wir den Scheiß auch wegmachen. So, das haben wir eigentlich nur gemacht, damit da auch grün runterwächst. So. Yeah, dann haben wir da grüne Dinger. Müsst ihr noch Schilder oder irgendwas dran anbringen. Ah ne, die Klappen wollte ich dran anbringen, ne? Da müsst ihr mal Klappen machen. Ja, mache ich dann auch mal bei Zeiten. So, jetzt wollte ich eigentlich noch hier... Nee, das ist ja falsch. Ich wollte eigentlich... hier noch ein bisschen weiter bauen. Ich weiß, wir bauen hier die ganze Zeit unter Tage und müssen auch langsam mal wieder ein bisschen an der Oberfläche was machen. Oder in den Nether zurückkehren, irgendwie sowas in der Richtung. Wäre auch mal wieder schön. Aber jetzt sind wir hier gerade erstmal leider gefangen. Da kann ich nichts für, Freunde. Es ist leider Schicksal. So, ich gehe mal ganz kurz erstmal nach oben. Und hier werden wir auf jeden Fall sehr viel mehr Spitzhacke benötigen als Schaufel. Und ich fürchte, es wird dauern. Wir haben leider keine Diamanten mehr. Wir haben leider auch keine Casting-Agentur. Also, im Mittelalter war eine Casting-Agentur nicht etwa irgendwas, wo man sich für RTL bewerben konnte oder für irgendwelche Mitten-im-Leben-Shows, sondern da wurden Spells gecastet. Eine Magierschule war quasi eine Casting-Agentur. Ganz schlechter Witz. Ganz schlechter Witz. So. Das Eisen nehmen wir natürlich auch gerne an. Denn wir werden wahrscheinlich Neues für Werkzeuge brauchen. Und ich hoffe nur, wir finden hier auf jeden Fall noch früher oder später. Ich buddel mich jetzt mal so hier durch erstmal, oder? Nee, ich mach dann doch die Viererschritte. Ich bin früher immer... Ich war ein Abhauer. Generell war ich ja, ich weiß nicht warum, ich war schon seit frühester Kindheit irgendwie immer... eine Persönlichkeit mit sehr eigenem Kopf oder sehr, ich glaube auch sehr rebellisch, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Nur wurde mein Rebellentum natürlich früher noch etwas mehr unterdrückt als dann später. Und gegen Strom. Auf jeden Fall bin ich dann zum Beispiel auch aus dem Kindergarten so. Ich bin immer abgehauen. Ich weiß nicht warum. Bin immer abgehauen. Im Kindergarten zum Beispiel, das hat meine Mutter mir dann irgendwann erzählt. Ich kann mich selber aber kaum noch dran erinnern, ist ja auch schon 2, 3 Jahre her. Und da war es so, da kam meine Mutter irgendwann, wollte mich abholen. Aus dem Kindergarten, ne, da war ich gerade mal irgendwie, da war ich erst 2 Meter groß. Nein, da war ich, weiß gar nicht. Ich weiß weder, wie alt ich da war, noch wie groß. Auf jeden Fall war ich da noch klein. Und da wollte meine Mutter mich abholen. Und dann wurde festgestellt... Nee, das war anders. Die wollte mich nicht abholen. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Abhaugeschichte. Wie gesagt, ich bin immer abgehauen. Da hat dann irgendwann, glaube ich... Doch, nee, warte mal. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Scheiße. Da hat meine Mutter, wollte mich aus dem Kindergarten abholen. Und im Kindergarten haben sie gesagt oder haben sie festgestellt, ich wäre ja gar nicht da. So. Und ich wäre wohl schon bei irgendwem angeblich mitgefahren oder mitgegangen. Natürlich... Damals war das noch nicht so mit, heute, wenn heute jemand sagt, der ist bei irgendwie mitgefahren, da gibt's sofort, sind sofort Schlagzeilen, Kinderschändung, da denkst du sofort, du liegst tot im Fichtenwald, oder dein Kind liegt tot im Fichtenwald, sobald es heute heißt, irgendwo mitgefahren, tot im Fichtenwald, ganz klar, oder sobald man als Mann, sobald ein Mann auf dem Spielplatz sitzt, wenn Frauen auf einem Spielplatz sitzen, ist es gar kein Problem, ne, die sitzen da und lesen ein Buch, es ist gar kein Problem. Oder sagen wir mal noch schlimmer, die sitzen auf dem Spielplatz, Frauen sitzen auf dem Spielplatz und naschen aus einer Tüte Gummibären. Schon jetzt denkt man, oh, anrüchig! Gummibärchen auf einem Spielplatz naschen, anrüchig! Warum? Oder die essen einfach nur, oder die haben Chupa Chups. Die essen gerade Chupa Chups und da denkst du dir sofort, oh, Pädophil! Pädophil! Als Frau geht das noch. Eine Frau, die auf einem Spielplatz sitzt und einen Chupa Chups leckert, da denkst du sofort, oh, Milf. Milf, Alter, Milf. So, das ist so der übliche Tonus, sagen wir mal jetzt im übertragenen Sinne. Muss natürlich nicht das heißen. Oder einfach nur denkst dir, ey, nice. So, aber sobald ein Mann zum Beispiel, sobald ein Mann auf einem Spielplatz sitzt und einen Chupa Chups schleckert, ist er sofort ein Pädophiler.
Ist doch egal, ob der da gerade mit seinen Kindern ist oder auf seine Kinder aufpasst. Nein, er ist sofort erstmal abgestempelt. Und alle denken sofort, er will die Leute quasi, also Leute, er will die Kinder in seinen Mantel locken. Oder in sein Spielhaus. Und das, liebe Freunde, ist Sexismus. Ja, auch das ist Sexismus. Und es ist eine Schande, zum Beispiel. Sexismus! Da war der Sexismus-Alarm. Und eigentlich ist es eine Schande, muss man sagen. Eigentlich ist es eine traurige Entwicklung der Gesellschaft. Also sind wir mal ehrlich, wenn man sich die Statistiken ansieht, ich habe da mal so einen Artikel drüber gelesen. Ja, warum denn nur groß? Halt die Schnauze, ich habe einen Artikel drüber gelesen, weil ich eben Artikel lese. Und die Anzahl an, wenn ich hoffe, ich reite mich da jetzt nicht in die Scheiße. Hat reiten gesagt. Nein, ich hoffe, ich reite mich da jetzt nicht in die Scheiße mit Fehlinformationen, aber ich bin ziemlich sicher, in diesem Artikel stand, dass die Anzahl der pädophilen Übergriffe, interessantes Thema heute mal, kann man aber auch mal ansprechen, in den letzten pipapo Jahren nicht zugenommen hat. Und es war nicht 10 Jahre, es war nicht 20 Jahre, sondern tatsächlich seit den 60ern oder 50ern hat nichts zugenommen in der Richtung. Nur, es wurde nur die Bevölkerung viel mehr auf Angst getrimmt, mal wieder. Sodass du dir sofort automatisch denkst, früher konntest du als Mann, als Gentleman mit Hut und Anzug, konntest du einfach irgendwem über den Kopf tätscheln und sagen, na na na, lauf ja mal nicht so schnell. Sobald du heute im Mantel rumläufst mit einem Hut und dann noch irgendeinem jungen Menschen über den Kopf tätschelst, bist du sofort ein Oberpädophiler. Da zerrst du sofort den Lümmel aus dem Mantel und was weiß ich und hast wahrscheinlich auch keine Unterbuchse drunter oder sonst irgendwas. Und so hat sich die Gesellschaft gewandelt. Du kannst nicht einmal, es ist verboten, für erwachsene Männer ist es verboten, nett zu Kindern zu sein. Was ist denn das für eine Welt? Was ist das denn für eine kranke Gesellschaft? Warum ist das so? Man kann ja auch mal sagen, ich mag Kinder, ohne dass dann gleich irgendwie, oh, der will Kinder vögeln. Was ist denn das für ein krankes Denken überhaupt? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie das dazu überhaupt kommen konnte. Und ganz ehrlich, das finde ich schrecklich. Das finde ich richtig schrecklich. Da muss man ja Angst haben, später mal seinen eigenen Kindern in der Öffentlichkeit Zuneigung zu gestehen, dass man dann festgenommen wird sofort als Sittenstrolch oder so, oder Schlimmeres. Man kann doch auch zum Beispiel, es ist ja auch möglich, das haben viele vielleicht vergessen, ich weiß es nicht, es ist ja möglich, auch eine platonische Liebe zu empfinden. Für alles Mögliche. Menschen lieben platonisch ihr Auto. Menschen lieben platonisch ihre beste Freundin. Menschen lieben platonisch ihr Haustier, ohne dass sie gleich Sex damit haben wollen. Es ist tatsächlich möglich. Und ja, komischerweise beim Haustier ist es erlaubt. Aber wenn man sagt, ich liebe Kinder, das ist nicht erlaubt? Was ist das denn für eine kranke Gesellschaft? Nicht die Leute sind krank, die Kinder lieben. Es sind Leute krank, die das verurteilen. Wie sollen Kinder dann noch vernünftig groß werden in so einer Gesellschaft? Verstehe ich einfach nicht. Sorry, bei dem Thema rege ich mich einfach auf. Weil ich Kinder persönlich übrigens auch mag. Tatsächlich mag ich Kinder. Jawohl, es ist wahr und ich möchte auch mal eigene haben. Ich hoffe, die darf ich dann auch mögen. Ohne verurteilt zu werden. Und es ist ganz klar, es werden natürlich auf jeden Fall sowieso die besten Kinder der Welt. Das ist jetzt schon klar. Natürlich, weil es die eigenen sind. Für Eltern sind immer die eigenen Kinder die besten der Welt. Natürlich nur so lange, bis die Kinder in der Pubertät sind. Oder so lange, bis man ihnen sagen kann, ja guck mal, aber der kann das ja viel besser. Das, statt zu sagen, hey, das schaffst du doch auch. Aber das sind natürlich andere Themen. Ich finde, ganz ehrlich, das ist doch eine scheißkranke Gesellschaft. Wo man wegen allem, huch, hä? Warum braucht die so lange? Wo man wegen allem und jedem immer Angst haben muss. Warum? Und warum hat die Spitzhacke gerade so lange gedauert? Komisch, naja. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen aus der Puste gerade nach diesem Rant, aber ganz ehrlich, sowas muss natürlich auch mal sein. Und ja, ich rege mich darüber auf. Weil es einfach so sinnlos ist, es ist so dämlich, es ist so zweckentleert und Menschen, es wird ja immer schlimmer. Angst vor diesem, Angst vor jenem, Terrorismusangst, Überwachungsangst. Natürlich Angst, Terrorismus, nee, Überwachung natürlich nur zum Schutz vor Terrorismus, ist ja auch so lächerlich. Da hat doch der Gysi diese Rede gehalten, die ich übrigens, also ganz ehrlich,
ich bin jetzt, ich möchte jetzt keine politischen Wind machen oder sonst irgendwas, aber da habe ich diese Rede von Gysi gesehen, der einzige Mensch mit Eiern im Bundestag, seit langen, seit vielen, vielen Jahren, der einzige Mensch mit Eiern, den ich gesehen habe. Ich hätte es nicht mal erwartet, ich hätte es wirklich überhaupt nicht erwartet, das kam völlig überraschend, aber ich muss sagen, ich habe größten, ab sofort habe ich größten Respekt vor Gregor Gysi. Wer die Rede nicht gesehen hat, bitte einmal danach suchen bei YouTube, das ist einfach eine Pflicht. Ich glaube, die geht 13 Minuten, das sind 13 Minuten, die jeder von uns mal gehört haben sollte, wie zum Beispiel überhaupt nicht zu erklären ist, warum eine Angela Merkel abgehört wird, huch, um die Welt vor Terrorismus zu schützen, weil Angela Merkel natürlich auch Bomben legt. Ich glaube, ich kenne keine Frau, die so passiv ist wie Angela Merkel. Selbst wenn eine Bombe liegen würde, würde sie wahrscheinlich die Bombe zu einem Gespräch verführen. Verführen ist vielleicht das falsche Wort im Zusammenhang, aber weißt du, was ich meine? Liebe Bombe, ich freue mich, dass du heute hierher gefunden hast. Es ist mir egal. Ach, Nationalität. Ich wollte auch noch eine andere Sache erzählen, über eine andere Sache reden, die mir auch noch gewaltig auf den Piss geht. Ich weiß, ich bin... Nee, man darf ja auch mal... Wo komme ich denn nach oben? Man darf ja auch mal... Renten? Ach, da hinten. Das wird ein interessanter Tunnel, wenn ich jetzt schon nicht mehr hochfinde. So, es gab jemanden, der gesagt hat, ich würde in meinen Videos ja immer nur noch so schlecht, also so negative Themen auffassen. Stimmt aber gar nicht. Ich habe ja schon immer Dinge kritisiert, vor allen Dingen gerne an der Gesellschaft und... Das, was aus ihr geworden ist, das habe ich schon immer gemacht und das wird auch weiterhin so sein, gerade bei Minecraft. Oder vor allen Dingen bei Minecraft ist es ja immer so. Und das werde ich natürlich auch weiterhin tun. Egal, ob es nun jemandem nicht schmeckt oder doch oder weiß nicht. So, das wird weiterhin der Fall bleiben. Ich werde trotzdem noch immer meine eigene Meinung behalten. Da kannst du machen, was du willst. Das wird sich nicht ändern. So, hier packe ich nochmal ganz kurz die Erde rein. Erinnert mich nochmal an das Thema, was ich anschneiden wollte. Scheiße, welches waren das? Habe ich jetzt schon wieder vergessen, weil ich Erde sortiere und Stein. Ich brauche neue Kisten. Kacke, huch. Hä, zwei Kohle, toll. Boah, wie viel Krempel. So, 11 Eisen. Tue ich mal hier rein und zwei Kohle finden da noch Platz. Naja, gut, das ist jetzt nicht so viel. Welches Thema wollte ich denn jetzt anschneiden? Scheiße. Ich habe so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Manchmal, vor allen Dingen, wenn ich hier rede, dann fange ich an, manchmal fange ich an, einem Automatikmodus meine Meinung runterzureden. Also nicht Automatikmodus, aber halt, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern die Dinge, ich erzähle die Dinge ja immer sehr frei aus dem Herzen, sage ich mal. So wie ich wirklich darüber denke und, deswegen versuche ich dann einfach, dann auch nicht immer meine Worte zurechtzulegen oder die richtigen Worte zu finden, um dann möglichst diplomatisch zu klingen, sondern manchmal möchte ich es auch, ich möchte es manchmal auch einfach drastisch ausdrücken dürfen. Vor allem bei manchen Themen, wo eine gewisse Drastigkeit ja von Vorteil ist oder geboten sein sollte. Jetzt habe ich vergessen, welches Thema das war, verdammt. Und jetzt denke ich drüber nach und sage gar nichts mehr. Tolle Wurst, machst du ja genau richtig. Scheiße, ich wollte ja Spitzhacken machen. Siehst du? Ich sage, ich bin nicht beim Thema gerade. Das ist die Krux beim Let's Playen, wenn man schwafelt, vor allem wenn man über Themen schwafelt und gleichzeitig sich noch aufs Spiel konzentrieren muss. Manchmal ist man dann einfach raus. Und beide Gehirnhälften auf einmal zu benutzen, geht natürlich nicht. So, ich wollte auf jeden Fall, ich brauche auch neues Ei sehen. Eisen, 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 Eisen. Und neue Stickies brauchen wir auch mal langsam. Und zwar brauchen wir Scharpitz-Hacken. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Machen wir natürlich gleich 3 draus. So, 3 Spitzhacken sollten genügen. Und 2, schauen wir, ja, vielleicht, Ach, wir haben ja noch 2 Schaufeln übrig. Komm, es wird schon irgendwie gehen. Es wird schon irgendwie gehen. Ich bin hier selber noch sehr verwirrt von der Wegfindung, wie wir hier jetzt genau gehen müssen. Aber auf jeden Fall haben wir in kürzester Zeit schon einiges zurechtgezimmert, muss ich mal sagen. Auch wenn wir jetzt lange nicht mehr spazieren waren oder Sachen erforschen waren, sondern einfach nur noch stoisch hier rumbauen. Und jetzt rumbauen an Sachen, die wir früher nie gemacht haben, wie zum Beispiel den ganzen Untergrund und sowas. Das haben wir ja früher immer ausgelassen. Minenschächte,
richtige und U-Bahn-Tunnel und sowas. Das haben wir immer nicht gemacht. Aber ich glaube, dass im Endeffekt wird das schon sehr geil werden. Ein bisschen episch. Wobei ich jetzt schon wieder, ich bin ja immer so ein sprunghafter Mensch. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Lust, einfach mal wieder was Neues anzufangen. Verdammt. Ätzend ist das. Andererseits will ich aber auch fertig bauen. Ich will immer alles auf einmal machen, aber ich habe dann immer so eine fixe Idee und dann habe ich so, ja, das würde ich auch mal gerne probieren. Das würde ich auch immer gerne bauen. Und sowas könnte man ja auch mal probieren. Schwierig ist das. Schwierig. Manchmal steht man sich aber auch selbst im Weg. Da bin ich ja eh so ein Kandidat für. Ich lege mir immer gerne Steine in den Weg. Ich weiß nicht warum. Also hier zum Beispiel Cobbles. Nee, aber das habe ich früher mal gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich habe immer ganz viele Projekte angefangen. Auch schon, ich mache ja... Boah, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren dass ich das jetzt mache. Eigentlich mit so Webdesign und Online-Projekte und Pipapo. Da habe ich schon 1000 Projekte angefangen. Manche wegen Unvermögens abgebrochen, weil sie mir über den Kopf gewachsen sind. Und mein technisches Verständnis an irgendeiner Stelle überboten haben. Weil wenn man was macht, will man es ja richtig machen und dann will man es auch perfektionieren. Und dann perfektioniert man und hat dann noch eine Idee und noch eine Idee, noch eine Idee, noch eine Idee, noch eine Idee. Und dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und plötzlich wächst einem das Ding so ein bisschen über den Kopf. Und teilweise dann auch über die technischen Möglichkeiten oder das technische Know-how, das man hat, welches man dafür dann eigentlich auch irgendwann bräuchte. Das kann man sich zwar alles Autodidakt auch anlernen, aber bei manchen Projekten, die waren einfach meiner Zeit viel zu sehr voraus, sag ich mal, viel zu sehr. Und heute für die Zeit, die zu realisieren, obwohl ich so ein paar Sachen habe, die ich noch gerne umsetzen würde, die ich damals angefangen habe. Aber auf jeden Fall war mein größtes Problem immer, ich habe Dinge nicht fertig bekommen, weil ich da so ein bisschen ADS gestört bin vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich immer sehr schnell für neue Dinge begeistern und wenn ich dann irgendwas anfange und kriege es bis zum gewissen Level fertig, dann habe ich das mental wahrscheinlich abgehakt und begeistere mich schon wieder für was Neues, was ich gerne machen würde. Ist bei Minecraft nicht anders, habe ich das Gefühl. Dann fange ich da mal ein neues Haus an, wo ich eine tolle Idee habe und während ich das baue, weil es vor allen Dingen bei den Let's Plays auch immer so lange dauert, bis man was fertig kriegt, weil man ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat. Naja, ist halt so und da dauert alles länger und dann kriegt man die Sachen erstmal nicht fertig über Wochen lang und dann über Wochen findet man dann sowieso Gefallen an was anderem oder findet dann die Anknüpfung nicht mehr an den besagten Projekten. Hier so ein Tunnel bauen ist ja easy, aber wenn das jetzt so ein riesiges Fachwerkhaus wäre, wie oben, dann muss ich mich da erstmal wieder reinfuchsen, was wir am besten weitermachen können. Wie zum Beispiel die Räume habe ich ja dann nicht designt, sondern einfach ausgelassen. Und da muss man dann wieder anknüpfen. Das fällt aber nicht immer so leicht. Was das angeht, bin ich, glaube ich, wirklich so ein bisschen... Aber nee, ich bin... Heutzutage wäre es wahrscheinlich eine ADS-Störung, aber ganz ehrlich, ich betrachte es eher als kindliche Begeisterung für viele Dinge. Ich bin gerne kreativ. Und hab keine Stickies mehr. Was doof ist, denn ich brauche Fackeln. Naja. Ist das heute eigentlich echt so, wenn man als Kind sich schnell für Dinge begeistert? Oder auch mal schnell... Also bei mir war es damals als Kind so, ich habe zum Beispiel eine lange Zeit Judo gemacht. Ich wollte immer irgendwas mit Kampfkunst machen. Dann habe ich Judo gemacht. Dann habe ich das Interesse daran verloren. Dann habe ich irgendwie... War ich im Schwimmverein... Meine Eltern waren natürlich froh, ich war aus dem Haus und war beschäftigt und habe aber immer irgendwie das Interesse daran verloren. Und das ist bei Kindern ja oft so, die wollen ja mal dies ausprobieren, die wollen mal das ausprobieren. Und natürlich gibt es Schimpfe mit den Eltern, wenn man das nicht komplett durchzieht, ist natürlich klar. Ist auch richtig so, man soll ja lernen, Dinge durchzuziehen, da haben sie ja recht. Einfach nicht lange mäkeln, nicht lange überlegen, nicht lange machen. Aber natürlich will man auch vieles ausprobieren, bis man sich selber findet in irgendwelchen Dingen. Oder bis man die Dinge findet, die einem selber liegen vielleicht auch. Oder wo man denkt, ja, das ist jetzt genau meins. Das geht ja vielen Erwachsenen auch so, dass sie das selber noch nicht entdeckt haben für sich. Oder dass sie dann in irgendeinen Beruf stecken, zum Beispiel in dem sie unglücklich sind. Und dann von der Welt verlangen, dass auch andere in ihrem Beruf unglücklich sein müssen. Damit sie zufriedener sind. Oder ich weiß es nicht genau. Habe ich auch schon bei Let's Plays erlebt. Leute, die Let's Plays tatsächlich gar nicht... Natürlich bezeichne ich das inzwischen als Beruf. Ich könnte auch davon, alleine davon leben. Habe natürlich noch meine anderen Verpflichtungen als geschäftsführender Gesellschafter der Playmassive GmbH. Da sind natürlich noch andere Verpflichtungen dabei. Aber theoretisch könnte ich sagen, ja, tschüss, ich kündige und mache nur noch Let's Plays und mache mir ein schönes Leben. Will ich aber gar nicht machen. Ganz ehrlich, da bin ich zu vernünftig für...
und auch ein bisschen sehr zukunftsfixiert, dass man sich überlegt oder dass man auch gemeinsam als Team was aufbaut. Ich bin